Ja, wunderbares Hallo vom Zentrum für Yoga. Ein neues Video an einem wunderbaren, kalten Sonntag. Heute geht es auf meinem YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga um die Trennung. Was ist Trennung? Was macht Trennung? Nun, man kann das alles physikalisch zum Beispiel definieren. Man hat ein Stoffgemisch und das trennt man durch irgendwelche chemischen Prozesse oder die Trennung im Sinne, die Kinder ziehen aus, im sozialen Sinne, gehen ihr eigenes Leben, trennen sich ab von den Eltern oder die Eltern trennen sich, lassen sich scheiden, auseinanderschneiden. Trennung bedeutet dann schlussendlich im Umkehrfall, was nicht zusammengehört, was nicht zusammen ist, ist halt getrennt. Und der Mensch lebt nun mal heutzutage in einer getrennten, gespaltenen Welt. Warum? Ist ganz einfach, ist ja auch menschlich, denn man wird ja ein Individuum. Und ein Individuum ist immer ein wenig abgetrennt von den anderen. Natürlich, sonst wären wir alle ein riesen Klumpenhaufen. Doch die Trennung heutzutage ist viel zu stark, sodass man als Individuum nicht mehr ins Hier und Jetzt kommt. Was meine ich damit? Nun, Trennung, allein schon Worte. Man lernt in der Schule, was ein Baum ist. Und wenn man noch nie draußen im Wald war oder dort, wo ein Baum ist, dann ist man immer durch dieses Wort getrennt von diesem Baum. Selbst im Wald, wenn ich mir den Baum anschaue, sage Baum, Blätter, Stamm, Äste, bin ich immer, immer. Und immer, immer getrennt von dem Baum. Weil man den Baum gar nicht wahrnehmen kann. Weil man ihn definiert. Eine Analyse ist immer eine Trennung. In der Medizin ist eine Differentialdiagnostik. Ich differenziere, welche Krankheit hat er, wenn der Patient sagt, ich komme mit Husten. Und dann differenziere ich, dann trenne ich das auseinander, um dann auf die Ursache vom Husten zu kommen. Sagen wir Kehlkopfkrebs zum Beispiel. Aber was diese Analyse und Differenzierung in der Medizin schon macht, das haben wir schon bestimmt auf vielen, vielen meiner Videos gehört, man trennt den Menschen von der Seele, vom Kosmos, vom großen Geist. Und so hat man wieder eine Trennung. Trennung, Spaltung. Das haben wir die letzten Jahre deutlich gemerkt. Hast du eine andere Meinung? Bist du ein Sonderling? Und wirst sozusagen abgetrennt, abgeschnitten von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Trennung, Spaltung. Wir haben Religionen. Du glaubst nicht an Gott, dann gehörst du nicht zu uns, zur Menschengattung. Die Menschlichkeit geht verloren, wenn ich nicht an Jesus glaube. Ich kann auch so gut ein Mensch sein, mich um andere kümmern, wenn ich nicht glaube, gehöre ich nicht dazu. Ja. Du hast als Kind im Kindergarten keine Gucci-Hose an, gehörst du nicht mehr dazu. Und Kinder können grausam sein. Und das ist alles Trennung, Spaltung. Und das ist heutzutage so, so präsent. Psychische Probleme. Warum? Weil man getrennt von sich selbst ist. Man weiß nicht, wer man ist. Gut, das wissen wir sowieso nicht, wenn wir auf die Welt kommen. Wir haben das Bewusstsein für das Göttliche verloren. Aber durch die gesellschaftliche Ordnung und Struktur und Hektik
wird es noch viel schlimmer, so dass der Mensch schon von sich abgespalten ist, Trauer. Man ist nicht mehr bei sich. Man möchte auch gar nicht mehr bei sich sein, weil es einem nicht gut geht. Wir haben in Deutschland zum Beispiel so viel zu essen und trotzdem müssen manche hungern. Wir haben so viel zu essen und trotzdem werden manche nicht, niemals satt, weil sie getrennt von sich sind, nicht zufrieden sind. Wenn ihr mehr wissen möchtet über Trennung, Spaltung und sonstige Lebensthemen, in meinem Yoga-Magazin Padmasana, Yoga, Leben und Gesundheit, findet ihr immer Themen über das Leben und wie man es im Yoga macht. Man versucht, den Weg zu sich selbst zu finden, eben in die Einheit. Auch im Yoga hat man Einheit anscheinend. Oh, man muss Körper, Geist, Seele verbinden. Hatha-Yoga, Sonne und Mond verbinden, Einheit. Und ich frage mich immer, wo ist die Einheit im ganzen Yoga-Zirkus? Und es ist nicht nur ein Zirkus mit Artisten, sondern es ist ja wie ein Affentheater im Yoga-Zirkel. Es gibt tausende Yoga-Stile, man mischt die Yoga-Stile und ich kenne keinen, fast keinen, der sagt, wenn man ihn fragt, was machst du für Yoga, dass er einfach nur sagt, ich mache Yoga. Es gibt nur einen Yoga. Und wenn man das Internet einschaltet, da kann man 4 Jahre lesen, was es alles für Yoga-Stile gibt. Und ich frage mich, was hat das mit Einheit zu tun? Im Hatha-Yoga gibt es Asana, Pranayama, Mudra, Bandha, Kriyas, Shatkarma, Yama, Niyama. Aber es wird getrennt. Ach, ich mache nur Asanas und Atmung. Ich mache nur Meditation. Man trennt wieder und will mit etwas Getrenntem zu einer Einheit kommen. Das ist nicht möglich. Trennung, Spaltung. Und je mehr man denkt, je mehr man sich in Worten verfängt, desto weniger ist man im Hier und Jetzt und desto mehr trennt man sich eben ab. Nun, denn wenn man denkt, kann man nicht im Hier und Jetzt sein, denn man trennt das Denken vom Gefühl ab, man trennt das Denken vom Handeln ab. Denn wer handelt, kann nicht denken, sondern muss tun. Muss dann mal eine Pause machen, um zu denken, wie es geht, wie man das macht. Aber man trennt sich ab von hier oben. Das Hirn ist wichtig, man trennt es ab vom Rest des Körpers. Das ist Trennung. Und somit ist Denken immer irgendwo eine Trennung. Trennung, eben ganz besonders wichtig auch für mich als Heilpraktiker, ist eben die Trennung von Körper, Geist und Seele. Die Ärzte trennen den Körper von der Psyche. Die Psychologen behandeln die Psyche, vergessen den Körper. Und in so Richtungen wie Qigong, Tai Chi, Yoga und solche Dinge versucht man eben alles gemeinsam, nicht getrennt zu bearbeiten. Wenn ich Übungen mache im Qigong, Tai Chi, mache ich nicht, weiß ich nicht, wie das geht. Aber im Yoga, man verbindet immer Körper, Geist und Seele, es ist niemals getrennt. Und wer sich mehr für Medizinthemen interessiert, es gibt einige Strukturen, Organe, auch hier als Padmasana Sonderausgabe. Hier die Wirbelsäule sich der Psychosomatik, Schulmedizin, Naturkunde, Yoga und traditioneller chinesischer Medizin. Hier so, weiß gar nicht, über 100 Seiten, könnt ihr euch belesen. Und so hat man immer eine Trennung, Spaltung. Und das wird immer mehr forciert durch Analyse zum Beispiel, durch bürokratische Maßnahmen. Bevor man das und das machen kann, muss man zu der und der Behörde und da und da. Der eine sagt so, der andere sagt so. Man beschäftigt sich mit Ernährung und kein Mensch kennt sich in dem Wust der Nahrungsergänzungs- und Ernährungskonzepte aus.
Weil jeder was anderes sagt, jeder trennt sich von dem großen Ganzen. Die einen sehen vielleicht nur die Energetik, die anderen sehen nur die Mineralstoffe, Vitamine, die anderen sehen nur das Kosmische und wenige, wenige verbinden alles. Nun, das war der erste Teil der Reihe Trennung und Spaltung. Gerne abonniert meinen YouTube-Kanal, Markus Ritz Zentrum für Yoga, und ich sage danke, bis zum nächsten Mal.